Hallo und herzlich willkommen aus dem Kölner Golfclub, wo ja das diesjährige Final Four der Kramski Deutschen Golfliga stattfindet. Ich bin David Lee und ihr seht Drive TV mit den folgenden Themen. Berliner Frohnatur, Alexandra Försterling im Drive TV Porträt. Schauspiel und Sport, der Midi-Zirkus von Dr. Dietrich Grönemeyer verbindet Theater mit Golf. Und im Geiste der Fünf Ringe, Golf beim Olympic Day. Beginnen wollen wir mit Alex Försterling, die es mit ihrem Team, dem Golf- und Landclub Berlin-Wannsee, hier nach Köln zum Final Four geschafft hat. Hallo, ich bin Alex Försterling, bin 17 Jahre alt und spiele für den Golf- und Landclub Berlin-Wannsee. Mein Lieblingsschlag ist der Driver. Und ich mag auch gerne die Schläge aus dem Bunker. Mein Vorbild ist Martin Keimer. Ich habe ihn selbst kennengelernt und ich finde, er ist super nett. Er kommt sympathisch rüber und ich finde auch seine Gelassenheit auf dem Platz bewundernswert. Mein größter Erfolg ist, dass ich European Young Masters 2014 gewonnen habe und dadurch mich für den Junior Ryder Cup qualifiziert habe. Es macht super Spaß, mit den Mädels rumzureisen und neue Plätze zu sehen und vor allem auch mit denen, dass wir so eine riesen Unterstützung bekommen. Das bekommt man ja eigentlich nirgendwo und das hilft uns schon krass und es macht einfach total Spaß mit denen allen. Um in die Nationalmannschaft zu kommen, muss man hart trainieren, fleißig sein und vor allem Spaß am Sport haben. Und dadurch, wenn man Spaß hat, bleibt man auch gelassen und auf jeden Fall ja, sich fit machen. Golf und Gesundheit stand ganz im Zeichen des diesjährigen Golfcups in Berlin. Wie man dieses Thema auch unterhaltsam Mädchen und Jungen vermitteln kann, dies hat uns Dr. Dietrich Grönemeyer gezeigt. Er ist leidenschaftlicher Golfer, Arzt und Schauspieler, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. In Berlin trat er am Rande des Berliner Golfcups vor Mädchen und Jungen der Grundschule Königin-Luise-Stiftung mit seinem selbst kreierten Kindermusical Medizirkus auf. Darin vermittelt er Kindern sehr unterhaltsam, wie sieht gesunde Ernährung aus und warum ist Golf der ideale Sport für Jung und Alt. Im Zirkus werden die Kinder motiviert, sich viel zu bewegen, auch beispielsweise für den Golfsport, rauszugehen, Handy liegen zu lassen, 4 Stunden, an nichts anderes zu denken als an sich selbst, an das Schöne, draußen zu sein, Sauerstoff zu tanken und gleichzeitig sich konzentrieren zu können, Sport zu treiben und dann so nebenbei 10.000 Meter zu laufen. Gesagt, getan. Nach der Theorie kam die Praxis. Wie beim erfolgreichen Nachwuchsprojekt Abschlag Schule griffen die Kinder sofort zum Schläger und zum Ball mit jeder Menge Spaß. Ich finde am Golf am besten, dass man Auflauf hat, es macht Spaß, manchmal lacht man auch. Und noch mehr zum Lachen werden diese Kinder hier im nächsten Schuljahr haben. Dann werden sie nämlich offiziell an einer Abschlagschule Golf AG teilnehmen. Viel Spaß dabei! Natürlich waren wir auch beim Olympic Day in Köln dabei und haben sogar einem Olympiasieger einen Schläger und einen Ball in die Hand gedrückt. Wenn Profisportler wie Max Hoff in T-Shirt und Jeans zum Golfschläger greifen, dann ist wieder Olympic Day. Der Olympiasieger von Rio und 6-fache Weltmeister im Kanusport hat zwar keine Platzerlaubnis, den großen Sport mit dem kleinen Ball liebt er aber trotzdem. Golf ist cool, weil man es bis ins hohe Alter einfach machen kann. Man hat einfach Spaß mit seinen Freunden im Trainingslager zum Ausgleich. Sind wir oft in den USA auf irgendwelche Golfplätze gegangen, einfache, wo man ohne Platzreife hin konnte und haben dann nachmittags ein paar Bälle rumgeschossen. Und es macht einfach Spaß, man muss sich konzentrieren, man hat Bewegung dabei. Man kann es mit Jung und Alt einfach zusammen machen und das ist das Schöne. Knapp 3000 Kinder gaben beim Olympic Day alles. Mehr als 25 Sportarten stellten sich in Köln vor und Golf stand bei ganz vielen ganz oben auf der Liste. Auch bei Geronimo. Der Mexikaner, gerade mit einem Schüleraustausch in Deutschland, konnte es kaum erwarten, den Schläger in die Hand zu nehmen.
Golf ist cool, weil es hat viele spannende Momente und es macht viel Spaß. Den hatten viele hier und wer weiß, vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja auch mal im Golfclub wieder. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dieses Wochenende zum Kölner Golfclub vorbeikommen, um das Final Four anzuschauen. Bis bald. Alles Gute und allseits ein schönes Spiel. Golf- und Landclub Wannsee, Berlin-Wannsee. Ah, Gott, ey. Dem Golf- und Landclub Wannsee. Ich komme aus Berlin-Wannsee. Nee, ich komme nicht aus Berlin-Wannsee. Das war's von uns.